Yo, yo, hey Leute, was geht? Hier ist wieder euer Giga Tobi und herzlich willkommen zurück zu Grand Theft Auto 5 mit Part 2. Und ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Ja, es ging eigentlich recht gut ab, fand ich. Also, ja, sprich jetzt hier Action und so. Da war ja ein GTA vor, also noch nichts dagegen. Auf jeden Fall hat der fünfte Teil schon ja richtig Potenzial. Der hat auch wieder diesen San Andreas Flair, was eben halt ja, ne, war an früher erinnert und dieses einfach so, yo Gangster Nigger, yo, was geht ab? Wir machen jetzt hier richtig. Also ich sag ja, ganz anders wie jetzt der vierte Teil. Und hier seht ihr zum Beispiel schon, was wir hier alles haben können. Spezial, weiß ich jetzt nicht, was das bringen soll. Spezial, ah, Trevor, Michael und Franklin. Trevor. Ja, dann sehen wir eben halt, wer hier so verschiedene Stärken hat. Ich glaube, wir können die irgendwie auch die irgendwann verbessern. Und dann hat hier jeder so seine eigene Statistik und so weiter. Das ist ganz cool gemacht. Da kann man auch jeden ja, im Überblick behalten. Und wir spielen wohl Franklin. Ja, mehr muss man jetzt nicht zeigen. Noch nicht. Wir werden ja noch sowieso alles noch in Let's Play erleben. Restmüll, Pappe und Restmüll, Pappe und Plastik bestimmt. Ja, Plastik. Warum komme ich da drauf? Egal. Wähle eines der Autos. Natürlich Audi, ne? Was haben wir denn hier? Was ist das? Das sieht aus wie. Lol, wir können den Dach des Cabrios auf und zu machen. Wow. Also die Lenkung muss man sich erst recht richtig krass gewöhnen, ey. Wahnsinn. Ey, das sieht ja richtig cool aus. Mit dem Fokus hier ändern. Nice. Wow. Alter, wie der fährt, ey. Ihm macht das ja gar nichts. Oh yeah, wir gehen jetzt voll ab. Okay. Wow! Yo, 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 yo. Okay. Hä? Was ist das denn? Ach so, jetzt können wir hier, Wo konnten wir hier jetzt gerade. Ach so, da kann man das ändern. Okay. Hä? Können wir auch hier gedrückt halten? Ja, geht auch. Warte mal. Hä? Ach so. Wow! Ey, geht aus dem Weg! Yeah! Von dem Film so. Oh. Ah, mach Platz da! Blöder Arsch! Immer diese Verkehrsraudis hier. Ja, ich fahre jetzt hier irgendwo durch. Bam, ich kann ja. Ja, Mann. Wow. Ach so, mit linken Stick können wir das sogar kontrollieren irgendwie. Wow. Ja, haben wir auch Nitro? Nee, haben wir nicht. Alter, das geht richtig ab hier mit der Lenkung. Aber wenn man das erstmal richtig drauf hat, dann geht das ja wieder. Wow. Naja, wenigstens sind die nicht mehr so doof wie früher, dass sie einfach mal so geradeaus rasen, ohne zu gucken, sondern dass sie auch schon abbremsen, dass sie sehen, dass wir hier wie auf sie zufahren und so. Also früher war das ja immer so, dass die, egal, naja, ob wir jetzt da gekommen sind, dass sie einfach weitergefahren sind. Dann ist man immer absichtlich irgendwie gegen die gerammt oder so. Oh, ein Parkhaus. Scheinwerfer einschalten.
Also die haben ja hier Extras reingefügt. Weißt du, Cabrio-Dach öffnen, wieder zumachen, dann auch noch nebenbei noch coolen neuen Radioauswahl und dann jetzt auch noch hier Scheinwerfer. Wow! Der rast einfach mal so durch. Aber wir müssen ihn ja schließlich folgen, wir wissen ja nicht, wo der hin will. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Oh, shit, die Bullen sind da. Dein Fahndungslevel wird mit Hilfe von Sternen angezeigt. Ein Stern oder gar mehrere. Und die Polizei ist auf der Suche nach dir. Ja, das kennen wir ja. So, dann muss man sich auch auf diese neue Karte hier gewöhnen. Aber sieht recht cool aus, finde ich jetzt. Also die Idee mit der neuen Minikarte unten. Okay, wir bleiben erstmal außer Reichweite. Kommt da bestimmt irgendwo noch angefahren. Lol, hauen wir die Bullen mal ab oder was? Versteck mich jetzt hier drinne. Könnten wir uns eigentlich gar nicht hier entdecken. Was ist das jetzt? Ist das hier Slow Motion? Aha. Ist das hier. Ist das Gelbe nicht eigentlich. Adrenalin, dass es irgendwie so alles so Zeitlupe wird. Das ist hier auch mal echt cool ausgedacht. Lol. Slow Motion. Dann müssen wir beide Sticks draufdrücken und dann wird seine. Also wird Franklins Fähigkeit aktiviert. Ich bin mal gespannt, was die anderen noch so drauf haben. Der eine bestimmt voll in Rage oder so, voll am. Durchdrehen und dann tut er zum Beispiel weniger einstecken oder sowas. Naja, werden wir auf jeden Fall sehen, wie sich das auch auffüllen lässt. Auch das hier, das mit den blauen Balken. Den grünen wissen wir ja, das ist ja eben halt für Leben. Dies ist Simons Autohaus. Franklin kann sich hier neue Missionen abholen. San Andreas. Oh ja, habe ich diesen Shit vermisst. Neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real a man. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. Wer jetzt mal die Karre verhökern. Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes, einzigartiges Fahrzeug. Das bockt. Begib dich zu Franklins Haus. Oh, was ist das denn für eine Marke? Du hast die iFruit App auf dein persönliches Smartphone oder Tablet heruntergeladen. Um das Spiel für dich interessanter zu machen, lade sie herunter, um Shop-Tricks beizubringen. Franklins Fähigkeiten.
Die Fähigkeiten der Charaktere in GTA 5 verbessern sich mit der Zeit, wenn du verschiedene Tätigkeiten ausführst und Hobbys und Zeitvertreibe rund um Los Santos abschließt. Bessere Fähigkeiten, ja. Spezialfähigkeiten Ausdauer, Schießen, Stärke, Schleichen, Fliegen, Fahren, Lungenvolumen. Yeah. Erinnert doch alles wieder an San Andreas. Das, sowas hat man doch echt vermisst seit GTA 4, also. Endlich mal wieder, was man. Ja. Was man wieder echt viele Möglichkeiten wieder hier machen kann, dass sie das wieder alles so offen legen. Die haben das ja immer so total ein. Die haben das so total vernachlässigt, also bei GTA 4. Also die ganzen Möglichkeiten, die man ja sonst an Andreas hatte. Es scheint dennoch GTA 5, dass es doch dennoch ein zweites San Andreas so wird, also wieder ein weiterer würdiger Teil. Ja, das ist so geil. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Yeah. What? Frisurensalons sind nun verfügbar bei der Schere-Symbol. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You here? I was on the phone, boy. Don't be listening. Oh, goddamn freeloader. Bestanden, Franklin und Lamar. Für erfüllte Missionen erhältst du Punkte, basierend auf den Herausforderungen. Du kannst Missionen erneut spielen, um mehr Punkte zu erhalten. Okay, cool. Ja, das werde ich die nächste auch noch dann machen. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt offscreen machen werde oder ob ich das jetzt dennoch einbeziehe irgendwann nochmal. Was haben wir denn hier? Nice Headset auf jeden Fall. Sieht echt cool aus. Erinnert mich irgendwie an der Form von Triton. Oder? Sieht doch irgendwie danach aus, oder etwa nicht? So nach der Triton. Hä, sind wir in Schleichmodus, oder wie? Ist ja geil. So wie bei San Andreas. Naja, ein bisschen. Gucken wir mal hier. Drücke, um das Spiel zu speichern. Ja, wir hauen uns einfach mal so hin. Aha, Spielstand anlegen. Achtung. Cool. Achtung, Achtung. Boah, so. Guck mal, der ist sogar auch irgendwie DJ, hobbymäßig. Guck mal, der hat auch ein Spiel. Das sieht irgendwie voll nach einer Xbox aus. Naja, eine Mische aus Xbox und PlayStation irgendwie, oder? Der kommt unten. Wo ist eigentlich denn die Konsole? Aber voll die fetten Controller. Aber sonst hier, nice Sneakers. Hier ist bestimmt seine Freundin, oder? Die da ist. Los Santos owns you. Yeah. Der wird für einen Verein gespielt. Hier können wir uns umziehen. Yeah, was geht? Das gefällt mir. Das nehmen wir mal. Ah, hier können wir zum Beispiel Anzüge nehmen. Ich zeige euch das alles mal ruhig. Achso, da haben wir noch gar nichts. Ja, ist ja ganz klar. Wir sind ja noch voll am Anfang. Outfits. T-Shirt. Achso, wir haben diese ganzen Kram noch nicht so. Also nicht so viel. Weiß, Los Santos. Jogginghose, nee.
Ja, weiße Sportschuhe. Nicht welche komischen Stiefeln da. Gehen gar nicht. Sieht ja schon viel fresher aus. Ist das unsere Freundin? Hey. Bist du unsere Freundin? Was guckst du da für ein Cartoon, Baby? Wow. Das nennt man ja einen Ventilator. So ein Megateil da. Schon mega heiß hier. Hä? Was ist das? Ein Bier zu trinken. Pisswasser. Ah, das kennen wir doch hier von GTA 4. Da gibt es ja hier Nico Bellic. Da sind wir ja mal in eine Bar gewesen. Da gab es ja auch so Pisswasser. Warte mal. Also Bier. Nee, nee, wir haben jetzt genug Bier getrunken. Oh, hier haben wir ein Medipack, die können wir einsammeln, um wieder Leben zu kriegen. Schicken. Dosenkram. Abstellraum. Ach so, das scheint bestimmt unsere Mutter zu sein. Dass sie hier mit ihrem Freund zusammenlebt oder unseren Vater. Hier ist unser Badezimmer. Sieht eigentlich auch schlicht cool aus. Naja, nicht so meine Farbe, aber. Naja, wir gehen erstmal wieder los, oder? Ah, geile Atmosphäre im Dunkeln. So, hier können wir eben halt die Kamerasicht ändern. Yeah! Oh, yeah. Wollen wir annehmen? Ja, natürlich. What's going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Jawohl. Franklin hat einen Kontakt bei S. Begib dich zu dem Kontakt, um eine Mission von Simeon. Simon, okay. Ja, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch was gefallen. Und ja, lasst mir ein Like da. Und ja, schaut euch immer sonst meine Endings an, die kommt immer nach diesem Video und dann könnt ihr auch nochmal ruhig dann, ja, dann empfehle ich euch dann nochmal GTA 4 anzugucken bei mir. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns sonst im nächsten Part. Euer Giga Tobi, haut rein.